Einen allerfreundlichsten guten Tag zurück. 7 Days to Die. Da sind wir wieder. Ich könnte nochmal sagen, Entschuldigung für die Ausschweifungen in der letzten Folge. Ich hatte aber auch echt zu berichten. Meine Güte, hatte ich zu berichten. Wollte ich den verkaufen? Stimmt, oder? Oder kann ich mir irgendwo auf irgendwelche Klamotten machen? Bestimmt, oder? Oh, da ist doch bestimmt noch Platz. Otto! So. Uns ist ja sowieso ständig immer irgendwie kalt. Ja! Da steht die Bombe. Einfach nur so. Was machen wir denn heute schön? Das weiß ich noch gar nicht. Ich habe Bock, ich habe Laune, ich habe Lust. Ich bin nur noch ein bisschen unschlüssig. Wir müssen natürlich weiter, also wir müssen immer noch ein bisschen bauen. Wir haben auch noch nichts an unserem Verteidigungsturm gemacht, wobei ich jetzt gerade gerade noch so ein bisschen am Jahresrückblick basteln. Und da habe ich ja gerade mal gesehen, wie wir in der vorgehenden Version vor dem letzten Update, wie lange wir da in der Tat gebraucht haben, um unseren richtigen Verteidigungsturm aufzubauen. Oder? Der bloppt rechts oben wieder das Schild auf der Timo, spielt schon wieder PUBG, das hat er gestern Abend schon die ganze Zeit gemacht. Das Spiel ist permanent mit irgendwie 3-4 Kumpels. Ständig PUBG auf irgendwelchen Privatservern. Ich spiele dann irgendwie zu viert, 4, 5, keine Ahnung, gegeneinander. Habe ich gestern noch mal ein paar Runden mitgemacht. War ganz witzig. Die sind alle so ewig weit weg jetzt. Stromzufuhr. Ja. Look, Blocky. What are you standing there for? Don't you have work to do? War ganz witzig. Ewig lang kein PUBG mehr gespielt. Absolut keine Ahnung gehabt. Ne? Ich kann das doch gar nicht mehr, weil wir jetzt die letzten Online-Dinger eigentlich nur noch verloren haben. Immer völlig killlos einfach draufgegangen. Ja. Ich habe 3 Runden mitgespielt. Die erste habe ich gewonnen. Die anderen beiden war ich Zweiter. Ich bin gegen insgesamt 4 Leuten in jeder Runde nach 3 Runden mit 3 Kills. Habe ich dann Feierabend gemacht. War okay. Na gut. Anderes Thema. Herzlichen Glückwunsch 7 Days to Die oder auch alles Gute den Machern von 7 Days zum 10-jährigen Jubiläum. Ich bin stolz auf euch. Ja, hoppla. Henne hatte das Spiel ja schon bevor es auf Steam war, wissen die wenigsten. Und ich finde das krass. Das ist halt immer wie sich so zeitliche Verhältnisse, wenn man so will, irgendwo verschieben. So, früher dachte ich immer so, weil der Henne immer wieder gerne betont hatte, er hatte das Spiel ja schon bevor es auf Steam war. Und immer so dachte, das ist halt ein Spiel, das ist schon seit Ewigkeiten in der Alpha, das kommt wahrscheinlich auch aus der Alpha nie raus. Es wird halt wieder eine neue Alpha-Version, aber ich glaube, das bleibt jetzt traditionell einfach für alle Ewigkeiten in der Alpha. Und ja. Ach, ich soll wieder in die Bowlinghalle gehen, sehe ich das richtig? Ach ja, das hat ja so einen Spaß gemacht beim letzten Mal. Und diesmal werde ich mich bitte schön nicht umbringen. In diesem Feuer. Und, genau, klang das für mich immer so, als würde es dieses Spiel schon seit Ewigkeiten geben. Und ich habe da nie was von mitgekriegt, aber tatsächlich, ja. Spiele ich das jetzt auch schon seit fast 9 Jahren. Also, seit Anfang 2015. Wenn die jetzt. Jetzt 10-jähriges haben, dann war dieses Spiel gerade mal knapp über ein Jahr alt, als ich es angefangen hatte zu spielen. Ganz spaßig, ja! 10 Jahre 7 Days, so weit sind wir schon. Wieso lebst du nur noch? Oh, ein Fernseher! Wollen wir hier mal kurz einen Film gucken?
Nein. Bin ich gerade so drin. Ja, aber wo? Genau. Übergangsweise und überhaupt sowieso. Was haben wir denn heute? Wir haben den 21. Das ist bald Weihnachten. Ja, deswegen machen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen Randale und über die Weihnachtstage wollen wir mal so ein bisschen ruhiger sein, ne? Dann machen wir nicht so viel Action. Das ist ja... Mann, das passt ja dann nicht so. So. Wollen wir dann mal nicht machen. Lass mal nicht machen. Jetzt habe ich noch an Dietrich und gar nichts mehr. Alla, alla, die Waldfee. Ja, der gelbe Augen. Ist eklig. Wie ich Spider-Zombies nicht leiden kann. Ah, diese widerlichen. Du hast auch gelbe Augen. So, während ich mich hier durchprügel, können wir direkt zum Anlass des 7 Days Jubiläums eine kleine Newsfeed-Folge hier mal wieder mit reinballern. Mal einfach wieder zum Jahresende nochmal erzählen, was es Neues gibt auf dem Kanal und wie jetzt dieses Jahr endet und wie das Neue beginnt. Warum zur Hölle nehmen wir Maismehl mit? Das können wir selber produzieren. Was ein Bullshit. Unglaublich, dieser Typ. Was ist? Das nehme ich einfach gar nichts mehr mit. Das ist eh alles Quatsch. So. Dann macht mir mal die Tür auf, damit ich euch abschließen kann. Wird's denn gehen? Na? Ihr Widerlichen. So, ja, Assassin's Creed Mirage hat jetzt angefangen. Läuft jetzt. Werde ich jetzt mal ganz entspannt durchziehen. Schöner durchziehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob mich dieses Spiel endgültig begeistern wird jemals. Irgendwie habe ich auch bei Assassin's Creed Mirage ein bisschen das Problem. Das wirkt auf mich einfach nicht mehr so, wie ich meine Assassin's Creeds gemocht habe. Einst. Nichtsdestotrotz, langsam komme ich so ein bisschen rein in die Thematik. Ich wusste, da kommt was raus. Es musste einfach so sein. So, das geht wie gesagt ganz normal jetzt weiter. Das läuft jetzt erstmal eine Weile. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, so wie dieses Spiel anläuft, wird das kein sehr langes Projekt sein. Es wirkt auf mich alles immer sehr, sehr geradlinig. Und nach aktuellem Stand ein bisschen produziert, vorproduziert habe ich. Ja. Wenn du halt nicht triffst, dann kommt das ziemlich scheiße. Tisch auf Tisch, so. So. Genau, das ist der erste. Das ist ja ein klassisches System bis Assassin's Creed. Du hast mehrere böse Gegner aus irgendeinem Orden, die du alle erledigen musst. Den ersten hatte ich schon relativ früh gefühlt. Also weiß nicht, ob das jetzt Aufschluss darauf gibt, wie lange das letztendlich dauern wird oder war es nicht. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Ist okay. Ist alles okay. Läuft. Da bin ich jetzt gerade am Jahresrückblick dran. Der kommt planmäßig Ende des Jahres traditionell an einem Freitag, wie das früher im Rahmen der Freitagsspecials so war. Heißt, ja, da
Das wäre dann der 29. Rein rechnerisch. Bulle. So. Genau. Hatte ich wieder das Problem wie eh und je, dass ich erstmal nicht so genau wusste, was machst du, auf welcher Basis machst du, irgendwie als überlegt, was hat sie denn dieses Jahr, irgendwie ist mir nicht viel eingefallen, irgendein Hogwarts Legacy Basisvideo, wusste ich nicht, ob mir da was zu einfällt. Ist dann am Ende wieder, ich wollte schon wieder Seven Days to Die sagen, ist natürlich Blödsinn, ist am Ende wieder Rainbow Six geworden. Zombies, die in Lüftungsschächten leben, habe ich absolut kein Verständnis für. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber es ist, also ich finde es massiv dumm einfach. Ich war mir zwischenzeitlich ein bisschen unsicher, als ich mich wieder entschieden hatte zu sagen, Alter, dann nimmst halt wieder Rainbow Six. Das ist das jetzt schon das dritte Mal. Das ist nicht auch irgendwann langweilig, aber... Nö, weiß ich nicht. Vielleicht aber auch nicht, aber... Komm, fall runter! Warum fällst du nicht da runter? Das wäre so witzig. Na, jetzt ist er schon tot. Na, jetzt passiert da nichts mehr. Ich denke von vornherein, dass sie weghacken müssen. Dass sie da reinfallen. Und dann werden sie abgebrannt. So. Diesmal schalten wir es aus, bevor wir hier durchgehen. Wir lernen ja dazu. So. Auf jeden Fall. Kurz nachdem ich meine Basisaufnahme gemacht habe zu Warum Seven Days Rainbow Six? Falsche Zahl, verdammt. Zu Rainbow Six kam ein Update. Und, dann haben die ja Rainbow Six komplett auseinandergenommen. Und haben mir einfach meinen geliebten geliebten Terroristenhand rausgequetscht. Das war ein bisschen frech. Warum war die Pistole alle? Warum habe ich keine Pistolmuni mehr? Ach du Scheiße. Alles leer gerotzt hier. Ja, da bin ich jetzt irgendwie letztendlich ganz froh, dass ich dann doch wieder Rainbow Six genommen habe als Thema für meinen Jahresrückblick. Denn wenn die nicht irgendwann auf den Trichter kommen, dass das eine scheiß Idee war und das wieder zurückpatchen, wird es das letzte Mal Rainbow gewesen sein. Kojoten. Schaden. Okay. Ich habe darüber ein recht ausführliches Video gemacht. Das ist auch, glaube ich, das läuft auch schon. Das habe ich auch schon hochgeladen. Ach ja, das ist ja jetzt wieder. Deswegen brauche ich mich da nicht zu äußern. Aber es ist. Es hat mich tatsächlich so sehr geärgert, dass sie mir da meinen. Ja, natürlich. Meinen Dings. Meinen. Terroristenmodus rausgepatcht haben, dass ich mich gezwungen war, eine Art Video zu machen, wie ich sie noch nie gemacht habe. Ich finde das...
Ah, Holzbogen freigeschaltet. Oh, das ist die Nummer 98. So, aber das ist ja auf meinem Kanal schon. Da kann man mal was ich aus dem schönen Terroristenjagdmodus gemacht haben, die Schweine. Einer noch und das Ding ist ready. Gibt es dann noch mal einen besonderen Bonus, wenn man die alle voll hat? Das finde ich ja spannend. Ich muss noch zum Händler zurück. Ich bin schon fertig. Gut. Sehr schön, danke. Ah, Panik! Ja, dann können wir schon wieder rausgehen hier. Sind wir auch fertig. Wo geht's hier raus? Wissen wir nicht. So. Da. Was ist noch? Ach so, wir hatten unsere Glühweinrunde natürlich. Genau. Das war direkt nach dem Update. Wir hatten überlegt, ob wir Rainbow spielen, aber irgendjemand hatte, hatte nicht fertig geupdatet, dann kamen wir nicht dazu. Haben aber dafür ganz viele andere spannende Sachen gemacht, viele neue Spiele ausprobiert, die wir bisher noch nie gespielt haben. Eins, zwei alte haben wir, glaube ich, auch rausgegangen. Aber wir haben viel Neues gemacht. Tatsächlich wirklich viel Neues probiert, fand ich ganz spannend. Die komplette Session lade ich nicht hoch, wie ich das früher als Abseits-Format gemacht habe, sondern ich gucke mal, welche Spielrunden wirklich lustig waren, welche da quasi ansehnlich sind. Die werde ich als Einzelnes dann hochladen. Das fängt voraussichtlich Ende diesen Jahres noch an. Ob es schon komplett im Laufe dieses Jahres durchkommt, weiß ich nicht. Das ist davon abhängig, wie viele einzelne Parts das jetzt am Ende werden. Und ich gucke mal, dass ich jetzt am Wochenende hier an diesem jenen, in welchem ich mich jetzt befinde, schon mal ein wenig anfange damit. Dann kriegen wir das auch durch. Und dann ist das Jahr auch schon zu Ende. Dann, ja. Dann kommt da auch nicht mehr viel. Das ist jetzt, für euch ist jetzt der 21. Dezember. Ich bin jetzt gerade wieder in so einer 4-Folgen-Aufnahme, also come near great, here bis zum don't spend it all in one place. Das ist Shemway-Geheimnis. Irgendwas, was ich verkaufen will. Ist da. Das kannst du nehmen, wenn du es haben willst. Ich könnte mir den letzten jetzt kaufen, aber nee. Gibt's irgendwas hier, was wir gebrauchen können? Absolutely nothing. Gewehrlauf. Don't let the door hit you on your way out. Ja. Hier, zack, nichts passiert. So. Ja, genau. Und dann ist dieses Jahr schon rum. Kurz noch zum nächsten Jahr, zumindest so, wie es geplant ist. Da kann ich noch sagen, ich habe mir jetzt Pioneers of Pagonia, heißt das? Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Ich habe es mir nicht genau gemerkt. Egal, ich habe es mir gekauft und ich habe es schon mal ganz, ganz minimal angetestet. Ja, gestern Abend, bevor mich dann der Demo mit PUBG abgelenkt hatte. Ja, schnell raus, Hasi. Bisher nice. Also da werde ich auf jeden Fall, glaube ich, auch eine kleine Let's Play-Serie zu machen und dann kommt auf jeden Fall, ich arbeite mit Hochdruck dran, wirklich, ich bearbeite wie ein Irrer durch, dass pünktlich zum Jahresbeginn vielleicht schon
Ja, ich hoffe mal, dass ich es schaffe, das wirklich zum 1. Januar, direkt zum Jahresbeginn, dann zum Feiertag, schon mal die erste Folge dann kommt, der ersten Staffel Conan Exiles. Also da wirklich, ich bearbeite mit Hochdruck, ich versuche jeden Tag irgendwie abends vom Schlafen gehen, eine Stunde Material durchzuballern, damit ich da mal zurande komme. Aber es ist halt wirklich, es ist wahnsinnig viel. Aber ich bin dran. Und dann machen wir mit Sicherheit irgendwann, ich schieb's weiter vor mir her, aber eines Tages werde ich vielleicht doch dazu kommen. Dann, ich habe auf jeden Fall noch nicht so Assassin's Creed Odyssey. Aber ja, das... ich stell's mal quasi in den Raum fürs nächste Jahr, aber mal gucken, wie ich zu kommen. So, damit. Hoppla. Sind wir durch.